Die letzten Zweifel beseitigt. Er ist in Russland dabei. Kapitän Manuel Neuer, Deutschlands Nummer 1, rechtzeitig zurück zum WM-Start. Ich war immer sehr positiv in der Zeit, habe immer das Ziel vor Augen gehabt und habe auch wirklich gewusst, dass ich es schaffen kann und auch schaffen werde. Und deshalb hatte ich immer diesen positiven Gedanken im Kopf. Und ich glaube, wenn ich den positiven Gedanken nicht gehabt hätte, dann würde ich jetzt hier bei der Pressekonferenz nicht sitzen und wäre auch nicht nominiert worden von unserem Bundestrainer. Gegen Österreich sein Comeback nach fast 260 Tagen Pause. Die Rückkehr ins deutsche Tor kurz vor der wichtigen und finalen Nominierung. Ich muss sagen, dass ich mich sehr gut fühle, dass ich auch ein sehr gutes Feedback bekommen habe von meinen Mitspielern, dass sie gesagt haben zu mir, dass sie nicht sehen, dass ich jetzt in der letzten Zeit gefehlt habe und dass man keinen veränderten Manuel Neuer sieht. Und das ist für mich ein sehr ehrliches Feedback. Und das ist das Wichtigste für mich auch. Und dementsprechend, weil ich jetzt auch in letzter Zeit sehr viel an Belastungen gemacht habe, bin ich auch fest davon überzeugt, dass ich den Belastungen bei einem Turnier standhalte. Und wenn der Trainer überzeugt ist von mir als Spieler, dann möchte ich auch so viele Spiele wie möglich machen. Neuer ist fit, bereit für die Mission Titelverteidigung und vor allem ganz ohne Angst vor eventuellen Rückschlägen. Nee, ich mache mir keine Gedanken. Also das Risiko ist genauso wie bei jedem anderen Spieler auch. Alle Zweifel weg. Der Kapitän der Nationalmannschaft meldet sich zurück. Als Nummer 1 geht zur WM nach Russland.